Großbritannien ist ein freies Land und es wird ein freies Land bleiben, ob es nun in der EU ist oder außerhalb der EU. Es geht bei dieser Abstimmung aber vor allem darum, ob Großbritannien ein starkes Gewicht behält, ein großes Gewicht in Europa und in der Welt. Das halte ich in der Tat für unrealistisch. Es wird sehr schwer sein für Großbritannien, im Falle eines Leave-Votums eine gute Verhandlungsposition gegenüber der EU zu haben. Es kann bestenfalls die Bedingungen von Norwegen und der Schweiz erreichen. Aber die EU wird nach einem Austritt Großbritanniens natürlich ein sehr harter Verhandlungspartner werden. Also ich halte das für eine Illusion. Ich wünsche mir natürlich, dass Großbritannien in der EU bleibt. Dadurch würde die EU selbst gestärkt. Großbritannien ist eine Stimme der Freiheit, eine Stimme des Liberalismus in Europa. Die können wir gut gebrauchen bei den staatshörigen Philosophien, die zum Teil in der Europäischen Union vorherrschen. Und ich halte es auch für den besten Weg für Großbritannien selbst.